Symbolisch soll diese Szene beileibe nicht sein, meine Damen und Herren. Ein Schalke-Fan mit Fahne, nur ein Schnappschuss auf dem fast ausverkauften Bückelberg. Eine Riesenstimmung zu Beginn und eine klasse Partie in der ersten halben Stunde. Die Borussen in der hellen Spielkleidung von rechts, von links nach rechts. Die ersten Angriffsversuche und die ersten Konter der Schalke. Über Kruse, auf Schatzschneider. Und der ist im Abseits. Dietlein Ferner, der Trainer der Schalker, er kommt ja aus Hannover. Schatzschneider aus Hannover, Dirsen, Kleppinger und wieder Schatzschneider. Es gab Lücken in der Abwehr, Ton nutzt sie hier aus. Ein herrlicher Doppelpass. Und Uli Sude im Tor muss retten bei diesem Schuss von Schatzschneider. Kaspar Memmering, der aus Bordeaux kam, der ehemalige Hamburger, ein wertvoller Mann, fast immer auf dem linken Flügel frei, und Täuber. Und auch hier fehlte nicht viel. Schalke frech, selbstbewusst, mit enormem Druck nach vorn, mit drei Spitzen, mit Schatzschneider, Thon und Täuber. Das ist Dirsen. Gute Spielübersicht, aber dann abgefangen. Ein Fehlpass von Schatzschneider, Uwe Rahn, vielleicht der beste Borussenspieler an diesem Abend. Eine herrliche Flanke, Fee ist da und Mill. 7 Minuten gespielt, wir sehen dieses Tor noch einmal aus einer anderen Perspektive. Der Lauf von Uwe Rahn, der viel für die Offensive tat, viel in die Spitze ging. Fee ist dann mit Absatzkick da, verlängert hier und Frank Mill. Der Mann, der von den Fanclubs zum Spieler der letzten Saison auf dem Bückelberg gewählt wurde, mit seinem ersten Torerfolg. Fronzek. Wieder Rahn, ein wunderbarer Pass, wieder ist Mill frei. 100 Sekunden später, das 2:0, ein wunderbarer Pass von Rahn auf den Torjäger. Keine Chance für Walter Junghans. Eckstoß Fronzek. Kriens-Kopfball, Thon auf der Linie. Die Borussen nun deutlich überlegen, mit enorm viel Schwung. Das ist Opitz. Wieder abgefangen von Rahn, dieser Angriff. Und dann aus dem Stand Kriens. Diesmal von Anfang an dabei, der Mann, der in der vergangenen Saison so oft den Joker spielte bei der Borussia. Täuber. Und immer wieder mit Riesensätzen durchs Mittelfeld. Großer Radius. Uwe Rahn, Fee. Auch er nach langer Pause wieder dabei. Die Borussen ohne vier, ohne Hannes, Herlofsen, Schäfer und Kraus. Da gab es hin und wieder unübersehbar in der Abwehr, vor allem wenn Bruns offensiv wurde, Schwierigkeiten, Lücken bei der Übernahme. Das war nicht zu verkennen. Stimmung im Stadion, Sie hören es, 30.000 zum Saisonauftakt bei gutem Fußballwetter. Und wieder Schatzschneider. Wuchtiger Antritt. Er hatte 4, 5 tolle Szenen. Jupp Heynckes, der in der Sommerpause operiert wurde am Meniskus. Schatzschneider mit 4, 5 guten Szenen allein in der ersten Halbzeit. Immer wieder diese Konter und kein Abseits. Kein Abseits. Und vor dem Strafraum fängt Uli Sude den Ball ab. Schiedsrichter Peter Korrell aus Heilbronn zeigt hier zu Recht die gelbe Karte. Ein direkter Freistoß. Dirsen. Der passte genau in den Winkel. Der ehemalige Hannoveraner Spezialist für solche Sachen. Hier noch einmal dieser Ball. Glänzend platziert zum Anschlusstor, zum 1:2. Wie gesagt,
viel Tempo. Schalke gleichwertig in diesen Szenen. Teuber gehalten hier und dann Zentimeter vor der Linie gefault. Bruns und Fee und wieder Diersen. Zur Halbzeit eine 2:1 Führung für die Borussia in einem guten Spiel. Und aus dem zweiten Durchgang nur zwei Szenen. Die erste hier, Dietz, Stone, Dietz. An den Pfosten, ans Knie und an die Hand. Borowka. Wir sehen diese Szene noch einmal in der Zeitlupe. Eine Fallstudie für den Schiedsrichter. Er gab hier keinen Elfmeter. Ans Knie und dann die Richtungsänderung des Balles ist deutlich zu sehen. An die Hand. Glück für die Borussia, die bessere Mannschaft war. Diese beiden Szenen kurz aneinander gehängt aus der zweiten Halbzeit, die abfiel. Diese Szenen sollen nicht verfälschen. Mönchengladbach war besser. Hier geht Bruns in den Strafraum und wird von Bernhard Dietz gefault. Wir sehen auch diesen Lauf noch einmal. Mit seinem starken linken Fuß täuscht er hier einen Schuss an. Hat dann fast freie Bahn. Dietz kommt. Und es gibt in der 55. Minute Elfmeter. Und zum dritten Mal ist Frank Mill erfolgreich. Das 3:1, der Endstand 3:1, gewinnt Mönchengladbach gegen Schalke. Zurück zu Armin Bakke.